Auf diesen Äckern wächst nicht nur Getreide, sondern auch 300 Birnbäume. Etwa 100 Stück gehören Franz Hümmer. Nirgendwo sonst sind diese sogenannten Baumfelder so gut erhalten wie in Fatschenbrunn. Mein Vater hat gesagt, die hat er oben gepflanzt, 1920 rum. Und ich kenne die Bäume seit 1960. Also das sind fast 60 Jahre. Und ich habe den Eindruck, als wären die schon immer so groß gewesen. Früher war Fatschenbrunn bekannt für sein Dörrobst. Fast jedes Anwesen hatte eine eigene Dörre, also einen speziellen Ofen. Die getrockneten Birnen, hier Hutzeln genannt, waren eine wichtige Einnahmequelle. Sie wurden aus dem kleinen Dorf im Steigerwald in alle Welt geliefert. Doch in den 1980er Jahren ging es bergab. Hutzel war ein auslaufendes Modell. Das wurde belächelt und keiner ist auf die Idee gekommen, eine Hutzel zu essen oder irgendwas damit anzufangen. Und das haben wir natürlich geändert und da sind wir dabei, das weiter bekannt zu machen und dass es auch eine Zukunft hat. Aber viele Birnbäume haben die Altersgrenze erreicht. Dieser hier steht wohl schon 180 Jahre hier. Franz Hümmer will ihn noch möglichst lange am Leben erhalten. Deshalb hat er Baumpfleger Andreas Kierei engagiert. Gemeinsam wollen sie diese 13 Meter hohe Schmarrbirne heute schneiden. Für Kierei eine nicht alltägliche Aufgabe. Schließlich gibt es so alte Obstbäume kaum noch. Ich versuche also natürlich bei den Bäumen nach dem Motto so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich zu schneiden. Also ich versuche den Bäumen so zu helfen, dass ich sie eigentlich nur begleite und einfach nur ein bisschen helfe und vor allem natürlich schaue, dass ich dann die Verjüngungstendenzen, die sie haben, dass ich die fördere. Kierei weiß um den besonderen Wert dieser Birnbäume. Bei ihm im Nachbarort sind sie längst verschwunden. Damit der Baum wieder junge Äste bilden kann und somit am Leben bleibt, versucht der Baumpfleger Platz zu schaffen und wieder mehr Licht in die Krone zu bringen. Der ist natürlich alt, vieles ist verkreist, aber es hat sehr, sehr viele Blütenknospen noch drauf. Und da habe ich schon noch, bin ich schon noch optimistisch, dass der noch einige Jahrzehnte stehen kann. Und damit Schmarrbirne, Pastorenbirne, Futbirne oder Mollerbusch erhalten werden. Mehr als 30 verschiedene Birnensorten gibt es rund um Fatschenbrunn. Viele davon kommen nur noch hier vor oder sind andernorts längst verschwunden. Und jetzt wird er dann, wenn das Diese so Vielfalt an fast vergessenen Sorten soll gesichert werden. Vor 3 Jahren wurden deshalb Edelreiser geschnitten und zur Veredelung in eine Baumschule gebracht. Franz Hümmer sieht die jungen Bäume zum ersten Mal. Das muss ich erst so richtig realisieren, dass das jetzt einfach im Prinzip die Zukunft der Fatschenbrunner Birnen sind, wo wir jetzt hier stehen, was wir da sehen. Na, der Fatschenbrunner Birnbäume, die für die Zukunft, die meine Enkel und hoffentlich und Urenkel praktisch dann ernten. Im Herbst sollen die Setzlinge in der Fatschenbrunner Flur gepflanzt werden. Als Ausgleichsmaßnahme im Rahmen der Flurbereinigung, die erst vor gut einem Jahr abgeschlossen wurde. Durch die Zusammenlegung und Neuverteilung der Flächen mussten einige Birnbäume weichen, damit sie Mähdrescher oder Traktor nicht mehr im Weg sind. Franz Hümmer wünscht sich deshalb gezielte Förderung. Wir wollen versuchen, dass ein Bauer, der hier normal und wirtschaftet in unserem Sinn, dass er mindestens genauso viel verdient wie ein anderer, der große Flächen bearbeitet und Bäume rausreißt. Auch für den Baumschnitt hofft er auf finanzielle Unterstützung. Weil er für die besonders alten und hohen Exemplare den Fachmann Kierei braucht, ist der Erhalt der Bäume teuer. Wenn man es genau nimmt, ist so ein Baum ein Naturdenkmal. Das heißt, der Staat müsste das ausweisen als Naturdenkmal und auch für den Unterhalt aufkommen. Etwas Wesentliches hat Franz Hümmer aber bereits geschafft. Andreas, lang zu, hast du redlich verdient. Fatschenbrunn ist stolz auf seine einzigartige Kulturlandschaft und seine Hutzeln. Wir haben erreicht, dass sich die Jungen dafür interessieren. Angefangen von meinen Kindern, alle miteinander und auch die anderen auch. Alte sind vielleicht nach wie vor skeptisch, aber das ist das, was wir erreichen wollten, die Jungen. Und gleichzeitig gelingt es Franz Hümmer, diese schützenswerten Zeugnisse der fast verschwundenen Baumfeldkultur zu bewahren. Auch wenn noch viel Arbeit vor ihm liegt, der Anfang ist geschafft.
Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.